Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, keine Angst, liebe Kollegen von Linken, ich starte jetzt nicht wieder mit einem filmischen Gleichnis, wobei mir so ein alter Schlager im Ohr liegt. Alle singen Hurra, der Sozialismus ist da oder so. Bei dem Antrag, glaube ich, da ist es wirklich, liegt es auf der Hand. Und da bin ich beim Kollegen Dr. Jess, weil das Eigentliche, was dahinter steht, ist natürlich das Thema Rekommunalisierung. Und das ist so ein bisschen jetzt hier der Einstieg, den Herr Koplin hier wählt. Und wenn man sich auch mal die Debatten anschaut, die in der Enquete-Kommission geführt wurden, älter werden im V in der vergangenen Wahlperiode, da war das das klare und erklärte Ziel, auch der Linken. Natürlich war das dort nicht mehrheitsfähig. Und jetzt soll sozusagen hier die Light-Version beim Thema Begrenzung von Gewinnausschüttung auf den Weg gebracht werden. Und das Gesundheitssystem ist komplex, das hat ja unser Gesundheitsminister ausgeführt. Und wenn man im einen Rädchen dreht, weiß man manchmal gar nicht so richtig, was am anderen Rädchen da passiert. Deswegen warne ich natürlich auch vor solchen Schnellschüssen hier. Und dann kann ich natürlich auch nicht ersparen, und Harry Glawe hat es gerade auch noch mal darauf hingewiesen, unter wessen Führung im Sozialministerium sind denn hier die meisten Privatisierungen auf den Weg gebracht worden? Es waren gerade die Zeit, in denen die PDS damals das Sozialministerium gestellt hat, Frau Bunge, Frau Dr. Linke. Und das kann ja nur zwei Ursachen haben. Entweder war es Ihnen damals nicht so wichtig, das Thema, oder dass das Land bei dem Punkt eigentlich gar nicht so ein großes Mitspracherecht hat, weil das in der Tat vor Ort in den Kommunen geklärt wird. Und so ist es natürlich auch. Das Land hat da an der Stelle eher eine Notarfunktion. Und ich erinnere mich noch daran, als die Schweriner Oberbürgermeisterin, als sie noch von den Linken gestellt wurde, da dann noch nach Berlin gefahren ist, um auch noch die letzten 5% Helios zum Kauf anzubieten. Also da sollte man noch immer ein bisschen kleine Brötchen backen hier, wenn die Linke solche Anträge stellt. Und was Sie hier vorschlagen, ist natürlich auch völlig willkürlich. Und die rechtliche Argumentation ist schon gebracht worden. Ich weiß nicht, ob das die Juristen bei Ihnen in der Fraktion mal geprüft haben, den Antrag. Es scheint mir so, als wenn es nicht der Fall gewesen wäre. Denn der Eingriff in die Berufsfreiheit, der springt einem ja förmlich hier ins Gesicht. Artikel 12 des Grundgesetzes, und ich finde auch der Gleichheitsgrundsatz, wird hier massiv verletzt. Denn mit welchem Recht greifen Sie denn gerade die Betreiber von Krankenhäusern heraus? Was ist denn mit den Betreibern, soll es ja auch geben, dass die auch mal Gewinne machen, von privaten Pflegediensten, von Pflegeheimen, was ist denn mit denen? Die dürfen also unbegrenzt Gewinne machen, aber genau die Krankenhäuser ziehen Sie an der Stelle raus. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz schwierig. Und wie kommen Sie auf die Obergrenzen, die Sie hier definieren? Da sagen Sie hier die Steigerungsrate des Bruttoinlandsprodukts oder die Entwicklung der Grundlohnsumme. Das ist auch völlig willkürlich, einfach solche Dinge hier ranzuziehen, Herr Koplin. Und von daher kann man nur sagen, der Antrag ist völlig willkürlich an dieser Stelle, und Sie ziehen hier Dinge heraus, die so nicht umsetzbar sind. Und wenn man, und viele Kommunen haben sich dafür entschieden, private Partner mit ins Boot zu holen, das hat sicherlich auch was mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen zu tun, völlig klar, aber natürlich auch mit dem Know-how, was die privaten Partner hier einbringen und mit der Erfahrung. Und wenn man private Partner will, finde ich, dann muss man natürlich denen auch zugestehen, dass die Gewinn machen. Also wo leben wir denn hier? Die Zeiten, in denen es hier eine Planwirtschaft gibt, haben wir nun Gott sei Dank hinter uns gelassen. Und von daher muss man natürlich auch den Unternehmen dann, und das sind Wirtschaftsunternehmen, auch eingestehen, dass sie Gewinn machen und hier nicht mit dem Rasenmäher als Politik dazwischen sehen an der Stelle. Und sie haben ja auch etwas investiert, denn sie haben ja Geld bezahlt, um dort einzusteigen, egal wo und an welchem Ort. Und da will ich es mal am Beispiel Schwerin machen, da habe ich es mir mal angeschaut, 2004 war damals die Entscheidung, an Helios zu veräußern. Und da habe ich mir die Zahlen mal angeschaut, da hat Helios 110 Millionen Euro Eigenmittel investiert und nochmal 60 Millionen Euro auch Eigenmittel in die Instandhaltung. Also ich finde, das sind ja Dinge, die man hier nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen darf. Also wenn die das Geld nur in die Taschen stopfen und damit sonst was machen, und 80-90% der Gewinne werden wieder investiert. Stichwort Notaufnahme wurde hier neu gemacht, 24-Stunden-Kita, alles Dinge, mit denen Sie sich auch vor Ort gerne schmücken und gerne rühmen. Und das geht doch nur, weil die Unternehmen ja auch Gewinne machen am Ende des Tages. Und deswegen, das gehört doch, glaube ich, auch zur Ehrlichkeit mit dazu, bei aller Kritik und bei allen Problemen, die man auch da äußern kann. Das ist aber nicht das Thema unbedingt des Antrages hier. Aber jetzt hier einseitig reinzugrätschen bei den Krankenhäusern, einseitig nur diese ans Gängelband zu legen, das finde ich, hat auch sehr sozialistische und planwirtschaftliche Züge, Herr Koplin. Und von daher würde ich Sie nicht wundern, dass wir diesen Antrag heute hier ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus